Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 166. Hi, mein Name ist Joris Jutiaus und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode sprechen wir mit Oliver Knott über den Leopardkugelfisch mit dem schwierigen Namen Tetraodon Schuttedeni. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Vielleicht spricht das Oliver auch nochmal im Interview richtig aus und korrigiert mich. Auf jeden Fall ist Oliver ein bekennender Kugelfisch-Fan und pflegt diese tollen Tiere nun bereits einige ganze Weile. Außerdem ist es ihm dank optimaler Pflege und artgerechter Ernährung sogar gelungen, die Tiere zum Ableichen zu bringen. Das äußerst interessante Verhalten dabei sowie weitere Infos über die Nachzucht gibt es dann nach dem Jingle. Hallo Oliver, wir sind ja gerade auf der Interzoo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier das Interview zu führen. Danke Joris, freut mich, dass wir hier sind im Ruhigen. Ja, schön morgens in der Früh, noch ja. Vor der Messe. Oliver, heute geht es um das Thema der Leopardkugelfisch. Mhm. Und ja, du hast, sag ich mal, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, als du die Videos von diesen Leopardkugelfischen gepostet hast. Warst ja auch einer der ersten und die ist auch sogar etwas geglückt, nämlich so dieser Ableichprozess, darauf kommen wir noch zu sprechen. Mhm. Ich würde gerne erstmal so allgemein in das Thema Kugelfische einsteigen. Ja. Du hast auch schon vorher, glaube ich, immer wieder mal Kugelfische gepflegt. Was ist das Besondere für dich an diesen Tieren? Also irgendwie, ich weiß auch nicht, die Tiere sind, also vom Ausdruck her, also die Tiere sind, scheinen etwas intelligenter zu sein, habe ich manchmal das Gefühl. Und ja, natürlich ihre durch ihr Verhalten, durch die Optik und vielleicht auch darum, was viele Leute, also ich glaube mich, das ist auch immer, warum die immer so Aufmerksamkeit erzielen. Es ist so ein kleiner, so eine kleine Brücke auch zum Meerwasser. Ne? Viele haben so einen Kugelfisch immer, bringen das immer mit Meerwasser in Verbindung und dann ist es was Exotisches und ja, da gibt es ja so viele Varianten vom Erbsenkugelfisch bis zum Riesenkugelfisch und jedes Mal, wenn ich irgendwelche Kugelfisch Posts macht, sehe ich, wie der Ausschlag nach oben geht. Also da ist nach außen hin auf jeden Fall Interesse an solchen Tieren. Ne? Also ich kenne das selber, wenn man die Fische sieht. Ich habe das Gefühl immer, oder ich vergleiche das immer wie mit so einem kleinen Hubschrauber, weil die sich an der Stelle drehen können. Mit dem Propeller und sowas. Also die, die Art und Weise, sich im Wasser zu bewegen, ist schon sehr einzigartig. Ja, und dann können sie die Augen noch so bewegen. Ja. Da hat man wirklich das Gefühl, als würden sie etwas anvisieren im Aquarium. Das sieht man auch beim Fressen so, dass die wirklich das so angucken. Oder dass sie auch einen selber, als würden sie einen wahrnehmen. Und wir Menschen kommunizieren ja auch ganz, ganz viel mit den Augen. Oliver, wie viele Exemplare sollten von diesem Kugelfisch denn gehalten werden? Ja, das Erstaunliche ist so, dass es eigentlich die, wir haben im Moment gerade so Nachzuchten, da sind 25 Stück in einem Becken. Und ich glaube oft, dass wenn du das mit anderen Kugelfischen machst, dass dann gibt's halt immer Beißereien und die sind doch sehr sozial auch untereinander. Und das ist bei Kugelfischen, wenn sie groß werden, eher selten. Natürlich gibt's da immer mal ein paar Exemplare, die beißen dann irgendwie einen in den Schwanz rein, aber die sind innerartlich doch sehr sozial und das ist für Kugelfische doch sehr selten. Also die meisten sind oft sind es Einzelgänger und dann hast du mal fünf drin, auf einmal nur noch vier, dann drei, dann zwei, dann eins. Das passiert ja bei anderen Arten schon. Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt jetzt mal konkret, wenn jemand sich für den Leopardkugelfisch interessiert, was sehr verständlich ist, mit wie vielen Exemplaren sollte er vielleicht anfangen? Also wenn man kann die auch einzeln halten, das ist gar kein Problem, ne? Aber ich könnte mir schon vorstellen, so bei, sagen wir mal, 200 Liter, so eine kleine Gruppe mit vier, fünf Tieren wäre, denke ich, ganz interessant. Es kommt natürlich immer darauf an, was er damit machen möchte. Ne? Also will er die vielleicht züchten oder sowas, da muss er natürlich in höhere Zahlen gehen, weil man am Anfang nicht weiß, ob man da Männchen und Weibchen kauft. Also jetzt gerade, weil wir in dem Thema sind, weil ja dann die Nachzucht im Handel sind, sind die keine 5, 6, 7 Zentimeter, die werden dann kleiner angeboten und dann gerade wenn die in kleinen zusammengehalten werden, kannst du die in 5, 6er, 7er Gruppen halten und dann vertragen die sich eigentlich, also nach meinen Erfahrungen, auch super dann. Ja. So, du sagtest ja gerade 5 bis 7 Tiere ungefähr auf 200 Liter. Mhm. Wäre das auch so die
Aquariumgröße, wo du sagst, braucht man mindestens? Oder? Ja, würde ich schon sagen. Also wie gesagt, das steht natürlich dann immer so diese Gefahr, wenn man da jetzt kleine Leopardkugelfisch kauft, dass man denkt, ich kann sie in 60 cm Becken reinstecken, aber die haben doch einen ziemlichen Schwimmtrieb. Ne? Also so eine Meter Kantenlänge wäre schon angebracht, mindestens. Ne? Mhm. Gibt es besondere Wasserwerte, die der Leopardkugelfisch braucht? Also er ist eigentlich ziemlich tolerant, also zu, also vom pH-Wert bis zur Wasserhärte ist er, also natürlich kommen die in den ursprünglichen Gebieten, sag mal aus dem Kongo, ist es eher weich, ne? Und pH-Wert sicherlich auch im sauren Bereich, aber gerade bei den Nachzuchten sind die doch sehr tolerant. Also ich habe teilweise Becken gehabt, wo ich CO2 zugegeben habe, da war ein bisschen niedriger pH-Wert drin, aber auch ohne. Und vom weichen bis mittelharten Wasser auch kein Problem. Und dadurch lassen sie sich relativ gut umgewöhnen. Ne? Also auch wenn man jetzt ein bisschen härteres Wasser hat, denke ich, das dürfte dann jetzt keine Probleme geben. Da du die Tiere ja jetzt wirklich, sagen wir mal, besonders erfolgreich hältst oder pflegst, würdest du den Zuhörern vielleicht deine Wasserwerte verraten? Also wir haben bei uns relativ weiches Wasser, Carbonate 4 bis 5. pH-Wert ohne CO2 liegt dabei im Neutralbereich. Ne? Gesamthärte so 8. Und das ist so eigentlich ein super Wasser für alles. Ne? So. Mhm. Kann man Pflanzen halten und Fische, also das so. Je weicher das Wasser ist, desto, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück, dann kann man es ja auch ein bisschen ans Ableichen kriegen. Okay, gut, da wollen wir gerade nicht vorweggreifen. Ja. Du hast vorhin auch schon mit CO2 was erwähnt. Ich nehme an, das Aquarium ist bepflanzt. Mhm. Das sah man ja auch auf den Bildern und Videos. Kann man denn Leopardkugelfische eigentlich auch in einem bepflanzten Aquarium halten oder haben diese besondere Ansprüche, was die Einrichtung angeht? Also erstaunlicherweise, ist, ich glaube, die sind sogar ideal für Pflanzenbecken, weil Schnecken gibt es keine mehr. Also wenn du ein Schneckenproblem hast, der die deine Pflanzen vielleicht angreift und die haben also mit Pflanzen überhaupt nichts am Hut. Ne? Und ich kenne andere Kugelfische, die beißen richtige Löcher in die Pflanzen wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht sind sie so ungeschickt und machen dann auch noch, wenn eine Schnecke drauf ist, fressen sie dann auch noch die Pflanze mit. Oder manche beißen dann sich auch da rein. Aber die haben bei meinem Becken einmal die Pflanze, also auch große Exemplare mit Pflanzen gar nichts am Hut. Ne? Also so ein reiner Fleischfresser in dem Sinne oder halt Lebenfutter. Also Pflanzen, ich würde sogar sagen, ist was Exotisches, schönes Pflanzenbecken. Vielleicht sogar, sagen wir mal, so Afrika, so Kongo, Java-Fahne und Anubias, so kannst du ein richtiges Afrika-Becken machen, also was Einfaches, ne? Mhm. Weil du gerade Schnecken angesprochen hast, ich glaube, Schnecken sind die Lieblingsnahrung der Kugelfische. Nichtsdestotrotz sollte immer der Fisch im Vordergrund stehen, dass die Entscheidung ist, man den Fisch halten möchte. Ja, das. Also man soll, lieber Zuhörer, du sollst jetzt nicht einen Kugelfisch holen, wenn du ein Schneckenproblem hast. Dafür gibt es andere Möglichkeiten, weil dieser Kugelfisch braucht wirklich sein Leben lang Schnecken, um artgerecht ernährt zu werden. Ja. Ich weiß nicht, darauf kommen wir, glaube ich, auch gleich noch zu sprechen, ne, auf diesen Punkt mit den Schnecken. Das heißt, von der Einrichtung durchaus schön bepflanzt. Ja, und da Versteckmöglichkeiten, dichte Pflanzen, da hauen die da mal ab. Unterstände, also die verschwinden dann da drin, kommen wieder raus. Also das mögen die schon. Also nicht so offene Becken würde ich nicht machen. Also so ins Iwagumi passt da, glaube ich, nicht rein. Aber so schön mit ein paar Wurzeln drin, das, glaube ich, ist so das Ideale. Ja, Iwagumi, das sind diese Graslandschaften, wo einfach nur ein paar nackte Steine sind und ein kurzer Rasen. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen strange. Also der braucht dann schon mal so eine Ruhezone, wo er sich unterstellen kann. Ne? Genau. Oliver, mit was fütterst du deine Kugelfische? Ja, das ist eigentlich Schnecken, wie gesagt, ist so, also Schnecken in allen Varianten. Man muss natürlich immer sehen, am besten sind die kleinen Schnecken, wo sie gleich richtig zermalmen können. Also ich will jetzt so brutal sein, es gibt ja auch Schneckenliebhaber, ne? Aber diese allein schon durch diese das Beißwerkzeug, also vom Kugelfisch, diese Papageienschnabel und die Ernährungsphysik, ne? Weil er halt auch die Mineralien von diesen Muscheln braucht oder von den Schnecken, macht es einfach zum Grundnahrungsmittel, muss man so sagen. Lebenfutter an kleinen kann man auch mal, Bachflugkrebse, die jagen das auch mal gerne. Oder mal auch Miesmuscheln, also auch gefroren, kann man auch mal was geben. Aber ich würde die schon so halten, dass sie regelmäßig auch dieses Verhalten, also das mögen die wirklich. Und wie gesagt,
je größer sie werden, dann sind sie auch wirklich in der Lage, die größeren Schnecken zu knacken. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt also keine Rennschnecken oder sowas ausprobiert, also die mal die guten Schnecken sozusagen. Da gibt's viele Liebhaber. Ja, das mache ich dann auch nicht, also das ist auch nicht nötig und wie gesagt, so Schnecken, also oft ist es ja so, dass man eher Schneckenprobleme hat und ist ja auch wirklich teilweise möglich, ein kleines Becken zu halten, ein bisschen belüften und wenn man ein paar Schnecken hat und dann kann man die da aufziehen. Also eine Schneckenzucht für Leopardkugelfische wäre nicht schlecht, wenn man die hätte. Wenn man sie wirklich, hast du das schon angesprochen, also natürlich ist es easy, ich habe ein Schneckenproblem, hole mir einen Leopardkugelfisch und dann nach 3 Wochen ist das erledigt und dann, ja gut, kann ich ihnen halt keine Schnecken mehr geben. Das sollte man sich echt überlegen, weil man tut dem Tier keinen Gefallen. Also das ist wirklich so. Das ist ja zwar nicht so speziell bei diesem Kugelfisch, aber es ist ein kleiner jetzt Ausflug in die Meerwasser-Aquaristik. Ja. Es gibt wunderschöne kleine Garnelen und die ernähren sich ausschließlich von Seesternen. Ja. Und manchmal haben Leute von diesen ganz kleinen Seesternen so ein Problem mit denen. Die können auch ein bisschen zu Plage werden, weil die sich zu stark vermehren. Dann holen sich die Meerwasser-Aquarianer gerne mal so eine Garnele. Und wenn alle diese kleinen Seesterne aufgefressen sind, dann hat diese kleine Garnele, ich glaube Harlekin-Garnele ist das, dann hat sie nichts mehr zu fressen und verhungert äußerst brutal. Das heißt, man muss sich wirklich im Klaren sein, dass man sich keine Tiere holen soll, um irgendwelche anderen Probleme primär zu lösen, sondern immer die Entscheidung für das Tier. Wie machst du das? Hast du so ein kleines Aquarium, wo du diese Schnecken vermehrst? Oder? Ja, ich habe meine Firma, glücklicherweise. Ich habe ein kleines Büro und ein bisschen so ein Aqua-Room. Ne? So ein Showroom hast du, glaube ich. Genau, und da bin ich bei einer Firma, ich kann dich ja ruhig sagen, Sigmatronic in Straubenhardt. Ne? Und mein Freund und Vermieter, der Sigi, der ist Schnecken... Also der hat so viele Schnecken in Zucht, weil er hat so große Kugelfische zu Hause und ist auch ein absoluter Kugelfisch-Fan. Und als ich dann da angekommen bin und sage, okay, ich kann die Leopard-Kugelfische besorgen, da war der wie ein kleines Kind, ne? Weil die waren echt, also das waren ja noch die Wildfänge aus dem Kongo, weil die waren ja jahrelang nicht im Handel und da haben wir also eine ganze Batterie an Schnecken gehabt, also an Schnecken mangelt es uns nicht, weil mein Vermieter hier die Schnecken Zucht hat überall. Ne? Das ist ein glücklicher Zufall. Ne? Ja. Irgendwie. Die Schneckenzucht war vor dem Leopardkugelfisch sozusagen. Genau, vorhanden. Und es war wie ein Paradies sozusagen. Genau. Ja. Ja. Aber ansonsten kann man, wie du schon gesagt hast, einfach ein kleines 60-Liter-Aquarium, braucht man nicht mal wirklich Licht drin haben. Genau. Und man kann auch dann schon versuchen, die auch mal mit anderen Lebenfutter zu füttern. Also mal ein bisschen Variation kann man schon geben, auch mal Frostfutter. Ja, dass man die auch mal daran gewöhnen kann, aber man sollte immer so die Schnecken auch im Parat haben, das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, ein paar Pflanzen rein und dann, wenn du einen Freund hast, der heißt, ich habe eine Schneckenplage, und dann freust du dich, dann nimmst du ein paar Schnecken mit, haust du da rein und dann geht es eigentlich relativ schnell. Ne? Wo sie ein bisschen Probleme haben, sind die Turmdeckelschnecken. Ja, die sind auch sehr hart. Die sind sehr hart, ne? Also da haben sie dann auch manchmal ihre Probleme. Ja. Wobei wahrscheinlich, wenn sie hungrig sind, werden sie versuchen, die umzudrehen und irgendwie auch auszunuggeln, glaube ich. Ich habe das mal beobachtet. Wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen, über dieses Anvisieren mit den Augen angucken. Ja. Und da ist es mir wirklich aufgefallen, dass der Kugelfisch an die Schnecke so quasi so ranschwimmt. Also der schwebt quasi ran, so fast sich ohne zu bewegen mit seinen helikopterartigen Flossenschlägen. Und dann versucht er die quasi nicht durch das Gehäuse quasi zu packen, sondern von vorne, wo die Schnecke ungeschützt ist. Also der ist ja nicht dumm, Prinzip ist für die Intelligenz zu packen. Im Prinzip ist es ähnlich wie Leoparden oder was weiß ich, Löwen in Afrika scheinbar. Also die sehen wirklich, die Natur ist ja, die gibt es ja schon wahrscheinlich schon ein paar tausenden Jahre und die haben wirklich die Strategie, da, wo es halt am einfachsten, am weichsten ist. Ne? Schwachstellen. Genau. Ja. Und immer, also wie gesagt, Schnecken, Lebenfutter, Schnecken, wie gesagt, es gibt ja unsere Schneckenliebhaber, wir wollen ja euch jetzt hier nicht das verderben, aber es ist einfach, diese Kombination ist einfach wichtig. Ja. Und, ne?
Da wir gerade, sage ich mal, dabei sind, schon wenn es um Schneckenliebhaber geht, wie sieht es denn allgemein mit der Vergesellschaftung der Leopardvogelfische aus? Da haben wir auch wieder hier, das ist auch eine Sonderstellung. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 1988 im Geschäft, also dieses Jahr habe ich 30-jähriges Jubiläum und habe auch schon viele Kugelfische kommen und gehen sehen und auch viele, die wirklich teilweise aus Brackwasserkugelfische, die haben teilweise die anderen Fische so klein gemacht, also da muss man echt aufpassen und der Leopardkugelfischen ist wirklich den, wo ich kenne, wahrscheinlich die wirklich friedlichste Variante, sogar mit langen schwänzigen Fischen, auf gut Deutsch könnte man ihn wahrscheinlich zusammensetzen, aber man muss immer dazu sagen, ein Fisch ist ein Individuum. Und wenn er sich anders verhält, wie es er normal sich verhalten sollte, kann man dem auch keinen Vorwurf machen. Also ein Kugelfisch jetzt, sagen wir mal, mit lauter Guppies zusammenzusetzen, also mit langschwänzigen Guppies und dann Kampffischen zusammenzusetzen, dass da vielleicht mal was passieren könnte, wäre möglich, aber jetzt nicht aktiv. Ne? Also, dass die hinten dran gehen und fressen an der Flosse, weil sie es fressen wollen, das können wir vielleicht mal aus Versehen. Aber ich habe wirklich nie was feststellen können. Und wir haben aus jetzt gerade bei mir in der Firma, weil wir halt da mal zu viel Fische gehabt haben, wir haben mal einen Kampffischnachzug gehabt, den haben wir da reingeschmissen, weil wir keinen Platz gehabt haben. Die leben heute zusammen. Ne? Der Kampffisch ist so groß wie der Kugelfisch. Das ist, glaube ich, ein Weibchen. Das war eine eigene Nachzucht. Der frisst die Reste immer von der Kugelfische und die Kugelfische interessiert er dann. Wir haben sogar kleine Guppies mit drin. Babys. Juckt die gar nicht. Es liegt aber auch immer an der Ernährung, das muss man auch wichtig sagen, weil viele denken immer, oh, mein Kugelfisch, der geht immer an die anderen Fische und die ist dann kurz vorm Verhungern. Ne? Also ich glaube, wichtigste ist es immer, wenn man solche Tiere hält, die auch mit Lebenfutter gefüttert werden oder solche, sagen wir mal, mit Schnecken, wenn die gut ernährt sind, haben die grundsätzlich dann mit anderen Fischen nichts zu tun. Aber der Leopardkugelfisch, nochmal darauf zurückzukommen, ist wirklich wohl sehr sozial. Ne? Und deswegen ist er eigentlich, haben auch viele Leute darauf gewartet, weil das eigentlich schon bekannt ist, dass der ein ganz anderes Verhalten hat als jetzt die anderen Kugelfischen, die man da so kennt. Ne? Und wie du gerade sagtest, die Leute haben schon drauf gewartet. Ja. Es ist das passiert, worauf die Leute gewartet haben. Es ist die Nachzucht gelungen. Ist, glaube ich, auch angebracht, an dieser Stelle zu sagen, dass das der Herbert Niegel war, ja, vom Aquarium Dietzenbach, auch sozusagen der Geburtshelfer von Maifisch. Ich glaube, das war wirklich auch zum Teil federführend ganz dabei. Ja. Und da haben wir auch ein Interview mit Matthias Wiesensee, was wir in den Shownotes gerne verlinken können, wo es um die Geschichte von Maifisch geht. Mhm. Da hatten wir auch, glaube ich, kürzlich letztes Jahr unser 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Mhm. Übrigens darfst du mir gerne später sagen, wann dein 30-jähriges Jubiläum ist. Das können wir machen. Machen wir ein Review sozusagen. 30 Jahre, ist es nicht. Und genau, es ist passiert. Es hat geklappt, diesen Leopardkugelfisch nachzuzüchten. Wir können leider nicht so sehr in die Details gehen. Es ist, weil ihr wisst ja, so ein bisschen wie mit Sachen, die gerade erst passiert sind, die werden nicht sofort publik gemacht. Der Züchter möchte da auch eine gewisse Zeit lang die Exklusivität vielleicht noch darüber behalten. Aber nichtsdestotrotz, wie kam es zu dem Ableichen? Das ist ja auch bei dir auch passiert im Aquarium, hast du erzählt. Beschreib mal den Prozess, also was du vielleicht gemacht hast, vielleicht war es unabsichtlich. Aber vor allem das Interessante ist ja, wie der vonstatten gegangen ist. Ja, also im Prinzip ist es so, dass erst muss man natürlich mal das Glück haben und da muss man jetzt auch wieder ganz kurz nochmal zum Herbert Niegel, wenn man auch so viel Energie reinsteckt, ne? Also so Fische zu züchten, ist ja jetzt, das macht man jetzt halt nicht links, ne? Natürlich hat der Herbert super Erfahrung schon, aber es ist einfach selbstverständlich, wenn man viel Energie, viel Zeit und auch Rückschläge in Kauf nimmt, dass man dann auch irgendwo dafür belohnt wird und das finde ich auch immer super, dass wenn jemand sich so reinkniet, dann, und deswegen haben wir auch so eine Zusammenarbeit, weil ich fand es dann super, dann poste ich mal Bilder, dann ist dann sich die Aufmerksamkeit zu machen und dann hat er auch wieder Motivation, da dran zu bleiben und deswegen finde ich das echt klasse, dass er es so gemacht hat und wenn man dann das Glück hat, ne, man hat, du hast 6 oder 7 von diesen Kugelfischen drin, die haben eine gewisse Größe, also die müssen schon so, lass mich mal jetzt mal gucken, 6,
6, 7 Zentimeter sollen sie schon haben. Und da muss man als Glück haben, was ist Weibchen, was ist Männchen. Also manche sagen, ja, das Weibchen hat eine andere Färbung. Ich persönlich habe irgendwie nicht so richtig den Unterschied erkannt. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Weibchen größer werden und kräftiger. Und dann kann es sein, also bei mir meistens nach dem Wasserwechsel, nach dem großen Wasserwechsel. Ne? Oft auch, wenn ihr jetzt Winter habt und ich habe im Moment keine Möglichkeit, wärmeres Wasser zu nehmen, habe ich manchmal ein bisschen kälteres Wasser. Ich mache dann aber keine 60-70%. Und oft diese Unwasserunterschiede, die Temperaturunterschiede, die animieren die Tiere. Mhm. Ne? Und dann kann es sein, dass dann das oft so, meistens passiert es dann, wenn man nicht da ist, aber einmal war es dann morgens, wo ich reingekommen bin, hing praktisch ein kleineres Kugelfischmännchen, in Anführungsstrichen, unten am Bauch von dem Weibchen. Also es hing, hat sich festgebissen. Und das ist einfach ein Zeichen, dass die bald loslegen. Also das ist sozusagen, die gehen die Verbindung ein. Ne? Und das kann dann auch schon mal ein, zwei Tage gehen, dass die, dass da dann dranhängt. Das sieht ein bisschen strange aus. Ne? Also der lässt da nicht los, sondern wenn der irgendwann da sieht, der, die will nicht, die macht nicht, dann lässt er irgendwann los. Aber die sind wirklich harte Jungs. Ne? Mhm. Und dann geht es halt, je nachdem, was man halt für Einrichtung hat. Bei uns war es halt immer ein bisschen schlecht. Wir haben zu viel Gestrüpp gehabt und dann war es dann irgendwann mal weg. Also der Herbert, der hat da dann so eine Art und Weise gehabt, die er das dann professionell machen konnte. Weil bei mir war zu viel Tiere dann auch drin. Du musst sie eigentlich dann separieren, du musst das Pärchen rausnehmen. Mhm. Ne? Und wie gesagt, Glück war wirklich, dass man halt dann das Verhältnis, wir hatten vielleicht fünf oder sechs Männchen, wahrscheinlich nur ein Weibchen. Ja, und dann das ist, glaube ich, das Schwierige daran. Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück, so wie viele Tiere und sowas hatten wir gesprochen. Ja. Ich hatte im Vorfeld mal so ein bisschen recherchiert gehabt. Die Leute fragen da auch ganz gerne, ja, kann ich hier ein Männchen und ein Weibchen bestellen? Ja. Das ist dann wohl wahrscheinlich nicht möglich. Deswegen auch besser eben größeres Aquarium, eine größere Gruppe, um dann wirklich auch einfach größere Chancen zu haben. Ja, genau. Wenn also, wie gesagt, einer ernsthaft damit und das mal ausprobieren will, dann wirklich eine größere Gruppe und am besten gleich noch, also wenn die dann schon das gewisse Alter haben, klein und zweites Aquarium mitlaufen lassen, immer so mit Biologie ein paar Tiere trennen, dass also das Biologie entsteht. Und wenn dann wirklich sich rausstellt, da verbeißen sich zwei, die müssen dann gleich raus und rüber. Dann hat man ein Zuchtpaar. Ja, genau. Das ist ja bei den Diskuswischen genauso. Genau, wenn man zwei sieht, dann werden sie separiert. Ja. Und dieses Festbeißen, das ist gar nicht so unüblich im Tierreich. Ja. Bei den Kröten gibt es das auch. Da klammert sich das Männchen an das Weibchen und wird von dem Weibchen eine ganze Weile mit sich rumgeschleppt und das animiert dann das andere Geschlecht zum Ableichen. Klang vielleicht vorhin ein bisschen brutal, das beißt sich fest. Und ich habe gerade Augen gemacht, als Oliver das erzählt hat, dass es manchmal Tage dauert, wie lange es dran hängt. Weil ich habe vielleicht wie ihr auch das eine Video von Oliver gesehen, wo sich eben der eine Fisch einem anderen festbeißt. Und ich dachte, ja, das machen sie halt mal eine halbe Stunde, dann gleichen sie ab und gut ist. Aber also wenn der da irgendwie keinen Erfolg hat, also die sind da ziemlich hartnäckig. Also das ist halt genetisch wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, der Trieb. Ne? Aber wichtig ist, solltest du das versuchen, das mit dem, ne, mit dem die Tiere zum Ableichen zu bringen und das bei dir dann, also lieber Zuhörer, bei dir dann der Fall sein, dass sich das Männchen am Weibchen unten am Bauch festbeißt, dann bloß keine Panik, sondern freuen, ein Zuchtmärchen. Also es ist keine Aggressivität, sondern es ist eigentlich der Paarungsvorgang sozusagen. Und auch nicht versuchen, die irgendwie auseinanderzubringen, das ist alles gut. Alles gut, genau. Oliver, was würdest du, so abschließend jetzt, ne, was würdest du unseren Zuhörern empfehlen, so herangehensweise, einfach so allgemein, wenn sie überlegen, diese Tiere zu pflegen? Ja, erstmal die Grundvoraussetzung, habe ich überhaupt das Becken dafür? Will ich es vergesellschaften? Ne? Also wie gesagt, habe ich ein bestehendes Becken oder mache ich jetzt ein Artenbecken, wie gesagt? Also es ist man darf jetzt nicht immer so arg vorpreschen, wenn ich jetzt sage, ihr könnt eure Leopardkugelfische in jedes Aquarium vergesellschaften. Also mit Malawis, Zichliden oder mit Diskus würde ich es jetzt nicht machen. Das heißt, hast du ein Gesellschaftbecken mit was weiß ich, Barben drin, Salmland drin und, also auch ganz wichtig, das haben wir eigentlich vergessen, Garnelen sind
eher schlecht, weil Garnelen ist auch ein gutes Lebenfutter. Also ein Garnelenbecken sollte es vielleicht auch nicht sein. Was heißt sollten? Schließen wir mal aus. Ne? Weil das ist, das animiert die einfach. Es kann schon gut sein, dass es mal gut geht, aber... ich glaube, das sieht dann einfach zu verlockend aus. Ja, ja. Genau. Und es halt wuselt da rum und so. Gesellschaftsbecken, denke ich, dass es kein Problem ist, funktioniert. Und dann halt jetzt überlegen, okay, ich kann die auch als... kann auch zwei oder drei kaufen, ich kann auch nur einen kaufen, das ist dann geht. Ich will es mal so sagen, ich habe manchmal schon das Gefühl, dass wenn man die in der Gruppe hält, dass die einfach viel aktiver aufs Futter gehen. Natürlich gibt es da auch mal Aggressivität, ne? Ich habe auch mal eins gepostet, der eine knabbert an der Schnecke rum und der andere frisst sie dann. Ne? Das ist Schnaps, ja. Genau, so ist es aber. Aber ich finde das eigentlich auch ganz witzig. Also ich würde schon eher eine Gruppe nehmen, eine kleinere. So 4, 5 oder 6, 7, je nachdem wie die Beckengröße, wie wir ja gesagt haben. Und dann denke ich, dass es mit der Vergesellschaftung bei normalen Gesellschaftsbecken eigentlich überhaupt kein Problem gibt. Oder du machst halt einfach so, du findest dich so faszinierend, richtest ein schönes, mit Unterständen, mit Wurzeln was ein und machst dann ein Artenbecken und kannst aber dann trotzdem noch Fische dazusetzen. Also man wählt sie, wir haben 11 Wählse drin, bei den größeren, bei den kleinen haben wir Ancistrus drin. Wie gesagt, teilweise haben wir Gubis mit dabei aus Versehen. Also da braucht man keine große Angst haben. Und ja, so würde ich mal vorgehen. Ja. Oliver, würdest du vielleicht abschließend unseren Zuhörern, falls sie dir noch nicht folgen, ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das noch nicht tut, wo kann man denn diese ganzen Abrissen-Videos von dir speziell auch zu den Kugelfischen finden? Ja, also ich bin Oliver Knott, Aquadesign und Consulting. Meine Firma ist in Straubenhardt und ich habe einmal Instagram, okay Aqua heiße ich dort. Okay-Aqua. Ne? Genau. Mhm. Facebook Oliver Knott und YouTube-Kanal haben wir auch. Also im Prinzip Oliver Knott eingeben, YouTube, Instagram, Facebook sind eigentlich die aktuellsten, wobei Instagram sicherlich im Moment so irgendwo immer der Hype ist zurzeit. Ne? Und da auch, also im Archiv, inzwischen haben wir irgendwie 3500 Beiträge, wenn man Zeit hat. Irgendwann vor einem Jahr, glaube ich, hat es angefangen mit der Kugelfischen. Hast du denn gerade einen speziellen Hashtag, den du verwendest bei den Leopard-Kugelfischen? Lass mich was überlegen. Tetraodon, Shootedenti, ja, genau. Ja. Tetraodon, ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel. Irgendwann kommt man schon auf die zurück, aber da ja. Denke ich. Und ich fände es cool, wenn wir mehr Videos kriegen und jetzt durch die Nachzuchten halt auch viel mehr jetzt in den Handel kommen und dann auch die Leute mehr Erfahrung sammeln mit. Und ich glaube wirklich, das ist so einer der Top-10-Fische, also was die Leute gern haben würden, weil der, wie gesagt, einfach vom Verhalten her echt eine coole Sache ist. Und weil es auch wieder mal zeigt, was man ja auch jetzt hier, um den Kreis zu schließen, dass wenn wir versuchen können, wenn wir die richtigen Leute haben, die Tiere aus der Natur doch in die Nachzucht zu kriegen, ist halt, das ist die Zukunft, da braucht man ja nicht drüber reden. Ne? Das ist auch wichtig und zeigt halt wieder, wenn wir hier ins Kriegsgebiet gehen müssen und irgendwelche Fische fangen oder irgendwelche Leute irgendwo hinschicken, um Fische zu fangen, das ist wirklich... Das brauchen wir ja eigentlich nicht. Ne? Müssen wir nicht. Oliver, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ebenfalls, danke. Und gute Messe noch. Bis zum nächsten Interview. Ja, und wir machen mal im September machen wir was. Special 30 Jahre, oh mein Gott. Alles September, klar. Jetzt wisst ihr Bescheid. Alles klar. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Oliver Knott zum Thema Haltung von Leopardkugelfischen. Die Shownotes zu dieser Episode mit Bildern von den Tieren und den genannten Videos findest du wie immer unter www.my-fish.org/episode166. So, was hältst du von dem Leopardkugelfisch und wäre das etwas für dich? Schreib es uns in die Kommentare. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.